Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei The Captain Phil. Wir sind heute mal wieder unterwegs mit dem Metalldetektor, mit dem DOIS 2. Ich habe auch meinen werten Kameramann mit dabei. Und wir schauen mal, was wir hier in den Wäldern heute so finden. Ich hole euch beim ersten Signal wieder mit dazu. Let's go! Wir haben das erste Signal hier da angeschlagen. Mit einem Signal von 73. Werden wir doch direkt mal schauen, was wir da haben. Ist eine Oberfläche. Oh ja. Ziemlich weit oben. Da sind die Bienen unterwegs hier. Junge, Junge. Ich vermute mal nichts Gescheites. Vielleicht ein Flaschendeckel. Flaschendeckel ist meine Vermutung. Ist noch weiter unten. Mhm. Ah ja, ich war glaube ich richtig hier. Das war's. Eine zerbrochene Glasflasche und das war dieser Ring um die Glasflasche rum. Nee, es war nicht die Schuhe. Wir haben hier nochmal was. Ich denke, wieder relativ oberflächlich. Meine Vermutung, Flaschendeckel oder wieder so ein Kronkorken. Da hole ich jetzt nochmal die Schaufel. Doch ein bisschen weit unter Moos, aber es ist nicht so weit unten. Ah, oh, eine Goldfolie war's. Das haben wir. Wir haben Gold gefunden, ja. Ah je. Klasse Fund. Wir haben hier direkt nochmal ein Signal. Das Signal ist kein Meter davon entfernt von der Goldfolie. Ist auch ein bisschen größer. Wie mir scheint. Dürfte aber eigentlich direkt hier sein. Wir werden direkt mal nochmal mit dem Pinpointer nachschauen. Okay, ist also ein bisschen weiter unten tatsächlich. Heißt, wir graben. Oh, da kommt die Wurzel. Wir brauchen, glaube ich, echt mal eine richtige Schaufel. Mit dieser kleinen, mit dem kleinen Schäufele hier, komme ich ja auch nicht wirklich weit. Die Straße. Ach ja, hier. Ah, guck mal, was ist das? Sieht aus wie von einem alten Bilderrahmen oder sowas. Es war hinten dran. Hier ein Bild und da kannst du das dann aufhängen. Oder? Ist die Frage, das war's. Aber auch ein interessanter Fund. Relativ hohes 69er Signal. Da würde ich sagen, schauen wir doch direkt mal nach. Das Signal war aber auch dasselbe, was wir vorhin hatten. Mit der Flasche und auch mit diesem komischen Bilderrahmenhaken. Schau mal. Ja, Folie. Ja, da hat jemand hier sein Festbrot gegessen oder was auch immer mit der Folie gemacht. Räumen wir halt mittlerweile auch mit dem Wald auf. Kommt natürlich auch mit.
Oh, hier haben wir wieder ein hohes Signal. 74er. Geht hoch bis 76. Genau dasselbe hatten wir bei der Folie auch. Weißt? Und bei den Fliegen hier, Junge. Ich vermute mal relativ oberflächlich wieder. Oha, da habe ich eine Patrone gefunden. Mal kurz schauen, ob man da was erkennt. Die ist sehr, sehr mitgenommen, die ist sehr rostig, ein bisschen ins Licht. Man erkennt darauf gar nichts mehr. Das ist eine Patrone. Vielleicht habt ihr da eine Ahnung. Ich nehme die mal nach Hause, versuche die zu reinigen, aber die sieht ziemlich durch aus. Wir haben jetzt hier nochmal einen Fund gemacht. Schwer zu erkennen. Ich bin für Münze oder eine alte Blompe. Ich habe hier leider nichts aktuell, um das sauber zu machen. Man kann ganz leicht drauf es erkennen. Ich habe echt nichts da, um das sauber zu machen. Man kann leicht was drauf erkennen. Das ist es auf jeden Fall. Und ich werde, wenn ich zu Hause bin, das nochmal genau für euch ins Auge fassen. Ja, hallo, liebe Sondelfreunde. Wir sind weitergelaufen jetzt endlich in unserem Waldstück und sind jetzt hier angelangt und es ist hier komplett vermüllt. Das habe ich selber noch nie gesehen. Richtig, richtig krass. Das ist ja Bach, der geht hier entlang und hier liegen Autoreifen, hier liegen Flaschen, hier liegt ein Einkaufswagen im Wasser. Der liegt auch schon eine Weile. Ich meine, da hat sich alles angestaut hier mit Steinen und Zweigen und so. Nebendran liegt so eine alte Tonne noch. Ich weiß nicht, was hier los war. Also da wurde der komplette Schutt, der komplette Müll hier abgeladen von irgendjemand. Und hat es hier irgendjemand abgeladen, vielleicht über eine längere Zeit. Und es geht auch noch weiter. Ich meine, ich stehe hier oben jetzt. Und hinter mir, ich habe schon mal hochgeschaut, ich bin noch nicht weitergelaufen, geht es noch weiter. Es ist alles hier komplett vermüllt. Überall hier sind Fliegen. Es ist halt schon mal maximal eklig. Aber ich habe das noch nie so krass erlebt. Da oben ist hier noch, was ist denn das? Eine alte Schale. Nee, warte mal, schau mal. Was ist denn das hier? Ein alter Kochtopf, oder? Ich hätte fast gesagt Helm, aber ne, ist kein Helm. Helm, haben wir die auch gedacht. Also denke ich jetzt nicht, dass das hier ein Helm ist, oder? Warte. Legen wir es mal zur Seite. Nee. Sind die denn, ich meine, das hier seitlich so ein Loch. Hätte ich sonst gesagt, dass es ein Helm ist, aber trotzdem. Das ist hier alles. Hallo liebe Sondelfreunde, willkommen zurück. Ich bin komplett verschwitzt. Wir waren gerade noch unter dieser Brücke hier unterwegs. Ewig lang sind wir hier raufgelaufen, haben hier auch noch ein paar Signale gegraben. Aber jetzt ist unser Sondelgang für heute beendet. Die Funde, die wir so gemacht haben, haben wir euch alle gezeigt. Die kennt ihr. Und alle Funde, die wir sonst zwischendurch gefunden haben, waren alles Schrottfunde. Es waren Flaschendeckel, es waren Nägel oder einfach nur irgendwelche Metallfitzelchen und Stücke oder kleine Drähte und so Zeug.
was es aber nicht wirklich wert war, dann zu filmen oder das dann reinzuschneiden ins Video. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gut gefallen, so wie das letzte Video auch. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Captain Phil. Klar soweit.